Jo, was geht, Fitnessfreunde? Heute eigentlich ein Tag wie jeder andere. Ja, ihr habt ja geschrieben, ihr wollt solche Videos sehen. Keine Ahnung, warum ihr immer das Gleiche sehen wollt, aber mir soll es recht sein, mir bringt Spaß. Heute ist ein Push-Day, mein Lieblingstag. Ich werde heute, glaube ich, das Gewicht von 95 Kilo beibehalten und versuchen, das sauberer zu drücken, also ohne Arsch hoch. Im letzten Video ist mein Arsch ein bisschen hochgegangen. Das ist ein automatischer Schimmelmechanismus von meinem Körper. Das haben sehr viele, wenn man halt nicht hochkommt, dass man mit dem Arsch sich den Winkel verändert, in dem der Arsch hochgeht, dann drückt man sozusagen negativer und somit einfacher. Heute versuche ich das mal zu schaffen. Wie gesagt, ich werd wie immer ein bisschen aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nur Bankdrücken aufnehmen soll, alle Sätze oder jede Übung nur einen Satz. Was findet ihr eigentlich besser? Oft habe ich auch nicht die Möglichkeit, jede Übung aufzunehmen, wenn es zu voll ist oder so. Aber heute sollte es eigentlich gehen, weil wir gehen schon um 11 Uhr zum Training mit Stefan und Walid. Stefan kann leider aus beruflichen Gründen nicht mehr auf meinen Videos zu sehen sein. Ansonsten werde ich heute, glaube ich, einen neuen Haarschnitt wieder. Habe ich dringend nötig, oder? Mal schauen. Vielleicht gehe ich mit Walid dann zum Friseur und natürlich essen, weil ich habe jetzt schon langsam Hunger und nach dem Training werde ich extrem Hunger haben, das weiß ich. Und dann mal schauen. Yo, was geht ab, Fitnessfreunde? Erstmal immer schön aufwärmen, das zeige ich zwar meistens nicht, weil es eher langweilig für euch ist und die meisten wärmen sich ja sowieso nicht auf. Ist ja scheißegal, ob man sich beim Bankdrücken verletzt, weil da passieren mitunter die meisten Verletzungen, vor allem in der Schulter. Heute haben mich zwei Leute angesprochen im Fitnessstudio, dass sie eine Schulterverletzung haben, beide beim Bankdrücken eingeholt und ob ich da was gegen wüsste, aber ja, kann man leider nichts machen, außer pausieren und warten, bis es weggeht. Und heute war echt eine Katastrophe. Guckt euch mal an. Bankdrücken, ganz normal, wie immer. Aber irgendeine Sache stimmt nicht, und zwar das Gewicht. Ja, es sind nicht 95, wie sonst, wo ich eigentlich bei dem Gewicht war, sondern es sind 70 Kilo. Ich hatte heute einen Schwächeanfall beim Bankdrücken, das hatte ich noch nie im Leben, aber jetzt kann ich einige verstehen, die zu mir jetzt sagen, Oskar, man kann sich nicht bei jedem Training steigern. Bis jetzt konnte ich das, ja, sofern man im Aufbau ist, kann man das auch normalerweise, aber heute habe ich mich beim Bankdrücken um 25 Kilogramm verschlechtert und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich versuche die ganze Zeit Ausreden zu finden. Es kann daran liegen, dass 3000 Kalorien zu wenig waren, deswegen habe ich heute gleich mal beschlossen, die zu erhöhen und heute 4000 gegessen. Ich werde jetzt Minimum 3000 täglich essen, aber dazu komme ich dann gleich noch im Vlog. Es könnte auch daran liegen, dass ich zu wenig Regeneration hatte, aber das war bis jetzt eigentlich immer okay. 3 Tage Pause für die Brust, beziehungsweise 2 Tage, also drei Tage, 72 Stunden. War bis jetzt immer okay als Pause für die Brust, da hatte ich gar keine Probleme mit, habe ein bisschen wenig geschlafen, da hatte ich aber auch nie Probleme mit, habe keinen Booster genommen, aber das ist keine Ausrede, man muss auch ohne Booster seine Leistung bringen. Ich habe extra keinen genommen, um zu sehen, ob ich schlechter werde, und tatsächlich wurde ich schlechter, aber ich glaube nicht, dass es am Booster liegt, weil ich wurde nur beim Bankdrücken schlechter, aber nicht nur ein bisschen, klar, ich habe, wenn man nur ein bisschen schlechter wird, 5 Kilo, okay, dann kann es an der Form liegen oder sonst was, aber 25 Kilo, ich dachte, was geht denn ab, das Gewicht kam mir vor wie 120, ich dachte, ich lasse es gleich auf meine Brust fallen, das war echt nicht schön, und dann bin ich zum Entschluss gekommen, beziehungsweise meine Ausrede ist jetzt, es könnte daran liegen, dass ich einen Tag vorher richtig hart geschwommen bin, eine Stunde lang Brustschwimmen, Kraulschwimmen, und das könnte halt daran liegen, dass meine Brust da und meine Arme da vom Schwimmen noch nicht erholt waren, weil nur ein paar Stunden später, beziehungsweise habe ich geschlafen, 10 Stunden später etwa war dann das Training, und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal wieder meine alte Form wieder habe, meine alten Gewichte wieder schaffe. Neuer Haarschnitt, Kanackenschnitt am Start. Ich habe jetzt
unnormal Hunger. Ich habe so Hunger, ich bin aufgestanden. Da war es dunkel noch. Jetzt komme ich nach Hause, es ist wieder dunkel und ich habe immer noch nichts gegessen. Ich bin gerade da Hamburger Hauptbahnhof an den ganzen Dönerläden, McDonald's, Burger King, alles vorbeigelaufen. Und dieser Geruch, oh, ich konnte fast nicht widerstehen, aber ich habe es ausgehalten, weil ich wusste, dass ich zu Hause nicht zubereiten muss, da ich noch das übrig gebliebene Essen von gestern habe, also die Linsen mit Reis. Und das werde ich gleich verschlingen, glaube ich. Und dann noch ein fettes Müsli mit Haferflocken, Obst und sowas, Nüssen, werde ich gleich, glaube ich, hinterher essen, weil nach meinem katastrophalen Training, beziehungsweise nach dem katastrophalen Bankdrücken, habe ich gemerkt, dass die 3000 von Kalorien von gestern immer noch nicht ausreichen. Und deshalb werde ich wohl noch mehr essen. Also ich mache das jetzt so, da ich ja am Aufbau bin, muss ich mindestens die. Gestern habe ich gesagt, ja, nagelt mich nicht zu sehr fest an meinen Macros und an meinen Kalorien, weil ich meine Meinung schnell ändern kann. Und das tue ich heute schon. Das heißt, ich muss mindestens 3000 zu mir nehmen. Aber wenn ich noch mehr Hunger habe, werde ich auch noch mehr essen. Passe aber dann dabei auf, dass die Kohlenhydrate erhöht werden, das Fett und das Eiweiß kann so bleiben. Einfach nur, um noch mehr Energie beim Training zu haben, weil das, was heute passiert ist, kann ich mir einfach nicht erklären. So, bis morgen, Fitnessfreunde.